einem definitiven Dauer ist auch was anderes mal. Ja, Iron Level. Mein Gott, das ist mein absoluter Hass-Level, nur dass ihr es wisst mittlerweile. Also, der hat mich in jedem Modus, in dem ich ihn gespielt habe, genervt. Unendlich genervt. Also wird interessant. Ah ja, ich habe Soldaten, das ist gut zu wissen. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hinstelle. Ja, ich werde hier hinten die Lane blockieren. Ja. Einfach wieder Splash Damage und ich werde jetzt mal hier tacken. Ich wollte den Caster einstellen eigentlich, aber ja. Ja, probieren wir es mal, schauen wir mal, wie es abläuft. Ja. Und das mache ich gleich im ersten Level. So bam 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 bam. Ja, die ersten sind dann abgebogen oben. Ist ja die Frage, wo sie rauskommen. Die Spannung steigt. Ja, ich decke jetzt wirklich auch wieder die Türme so durch, dass ich einfach hier schaue, dass ich hier die Feuerkraft versteigere. Die Frage ist halt wirklich, muss ich hinten ausbauen oder vorne ausbauen? Und ich sehe, dass die Türme hinten alle hochgedeckt werden, bis zum geht nicht mehr. Hier laufen schon die ersten fett gepanzerten Jungs durch die Gegend. Das ist auch nicht so prickelnd. Weil ich gegen die wirklich wenig ausrichten kann. Aber es kann sein, dass die drei Jungs mich hier hinten töten. Also. Scheiß, die waren dann jetzt schon Trolle. Meteoritenschauer, Meteoritenschauer. Ja, ich spreng hier oben mal gleich die Trolle ein wenig in die Luft. Einfach weil ich die Befürchtung habe, dass die einfach durchlaufen. Also. Ein Troll zu töten ist eine Herausforderung. Zwei Trolle zu töten ist noch mehr Herausforderung. Wenigstens töte ich einfach Einzeltrolle, ja, aber. Ah, das wird ziemlich. Ich glaube, das Level kann ich gleich neu starten. Ah, es geht sich, glaube ich, knapp aus, dass ich das hier überlebe oder vielleicht überlebe. Aber ich brauche hier hinten eindeutig mehr Feuerkraft. Ah, ich hätte finden decken müssen, nicht vorne, das habe ich jetzt auch gelernt. Mal zu spontan, spontane Erleuchtung. Oh fuck, 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 einfach nur fuck, die ganze Zeit, also. Pff. Ja. Ich mache das jetzt hier so. Ja. Ich glaube, das ist hier so der bessere Weg. Ja, gut, dass hier kann. Also ich bin eigentlich froh über eine Sache. Es sind bis jetzt noch keine schnellen Einheiten gekommen. Also wenn hier noch schnelle Einheiten kommen würden, oh, und ich habe es verschrien, scheiß die Wand an. Ja, genau von dem habe ich mich gefürchtet. Nur, dass ihr es wisst. Ja, der Vorteil ist, dass die schnellen Einheiten auch mit dem Pfeilhagelchen down gehen. Also. Ist halt die Frage, was baue ich jetzt als nächstes aus? Ich werde den Cast Tower ausbauen und vielleicht tech ich sogar echt den Teleport, weil er mir dermaßen viel Vorsprung bringt. Also wenn jetzt hier der Barbar rauskommt, dann kann ich mich eingraben. Aber echt, ich sag's euch. Also der Marodeur hier, wenn der, gut, der kommt da raus. Das ist schon mal ein positives Zeichen. Es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Jupp. Ich habe jetzt hier oben mal reingebombt, Marodeur ausgeschalten und die Trolle gedamaged. Aber die laufen hier irgendeine locker flockig durch.
Ja, die hintere Lane, also die hintere Lane muss komplett durchausgebaut werden. Die Marodeure, die Caster generell. Die Trolle, die hier durchlaufen, die machen mir alle Sorgen, weil ich sie nicht aufhalten kann. Ich kann maximal die Jungs hier hinten abstellen, aber die kämpfen halt dann nicht gegen die Trolle. Das sind viel zu viele Trolle, die überall rumlaufen. Scheibenkleister. Ja, Schrotflintenverteidigung würde ich sagen, ist angesagt. Bam, bam. Bam, bam. Das ist wirklich jetzt gerade die Frage. Es sind einfach Trolle, ich kann. Trolle. 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 Ja, ich bin auch so ein Trolle. Babam. Das ist halt bei mir gerade. Hier ist echt gerade so der Zustand. Ich muss hier hinten wirklich verstärken. Ich muss schauen, dass ich die Feuerkraft hier unten rausbringe. Und was ich auch raus machen muss, ich muss halt Soldaten. Ich muss hier Soldaten rauskacken überall. Wenn ich jetzt mal ganz brutal sage, also. Der Teleport wäre nicht schlecht, aber ich habe gar nicht die Zeit, dass ich ihn mir bleiste, weil ich einfach überrannt werde auf allen Seiten. Komm, Tech, einer stirbt irgendwo, bitte einer, ja, passt mal mir aus. Take it easy. Ja, hier ein Cast Tower wäre einfach geil, wenn er mehr Reichweite hat als der Tower hier. Aber was ich jetzt mache, ist das hier, wenn irgendwann mal einer drauf geht, passt. Wurzeln wir mal, würde ich sagen. Die Waves hören uns ja nicht auf. Sagenhaft hier gerade. Wellen ohne Ende. Ja, ich hoffe, dass ich hier jetzt keinen Fehler gemacht habe, indem ich das ausgebaut habe oder den Meteoritenhagel dort oben verspendet habe oder angesetzt habe. Aber ja, ich probiere es jetzt einfach mal und ich bin optimistisch eingestellt, dass ich diesen das hier gleich überstanden habe. Ja, das Wurzeln hat die Mobs ziemlich weit zurückgehaut und auch die Feuerkraft, die gestiegen ist, auch. Ich hätte hier gleich Wurzeln-Skins von Anfang an, glaube ich. Das hätte ein paar brenzliche Momente vermeiden können. Ja, das war's, würde ich sagen. War gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Vom Channel 8 Gaming. Willkommen auf meiner Endcard. Lasst mir einen Daumen da, falls euch das Video gefallen hat. Lasst mir Anmerkungen, Tipps und Tricks in den Kommentaren, falls euch was nicht gefallen hat oder ihr etwas total super findet. Teilt mich mit euren Freunden, liked mich auf Facebook und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch was. Ich bin raus.